Pietro Lombardi ist ja auch ein junger Künstler, der wird wieder Vater und wieder wird es ein Junge, zum Glück, wenn es nach Pietro geht. Ja, denn Pietro macht einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen Sohn und Tochter, zumindest wenn es um das Thema Sex geht, wenn es darum geht, wann Teenager das erste Mal haben sollten. Seine Ansichten, sagen wir mal, sind durchaus diskutabel. Pietro Lombardi hat immer Redebedarf. Der ehemalige DSDS-Sieger quasselt einfach gern. Doch seit sein zweiter Sohn unterwegs ist, redet er sich um Kopf und Kragen. Jüngstes Beispiel: In dem Podcast Laura und Pietro on off plaudert er nun gemeinsam mit Freundin Laura über die geplante Kindererziehung und wie er zum Thema Sex bei seinem Nachwuchs steht. Als Papa ist man ein bisschen stolz dann, wenn so der Sohn mit 13 kommt und sagt, Papa, ich habe voll Spaß gehabt. Bei Junge ist es cool, Alter. Nein, wenn du so das erste Mal bam, 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 das ist geil. Nein, das hat ernsthaft, Pietro? Du wärst also stolz, wenn der Sohnemann mit 13 Jahren zum ersten Mal Sex hat? Ausgesprochen dumm. Wie kann ich mir für einen anderen Menschen sowas wünschen? Das ist einfach neben der Schiene. Man muss wissen, wann und wann man sich reif fühlt, okay? Aber 13 schon ein bisschen früh. Man kann sich seinem Kind vieles wünschen, ob er es im Endeffekt macht oder nicht macht, das ist ja dem Kind selber überlassen, oder nicht? Ich glaube, ich würde ihm mit 13 noch andere Dinge erklären als das. Die Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche Miriam Hoff warnt sogar vor einem verfrühten ersten Mal. Wenn sich Jugendliche zu früh auf Sexualität einlassen, kann das mitunter fatale psychische Folgen haben. Sie können das Erlebnis als traumatisch abspeichern und dann eine Angst oder eine Blockade entwickeln. Von daher ist es so, so wichtig, sich immer wieder zu hinterfragen, bin ich persönlich bereit, bin ich körperlich, aber auch von meiner Reife her bereit. Einen 7-jährigen Sohn hat Pietro schon, Alessio, gemeinsam mit seiner Ex-DSDS-Finalkonkurrentin Sarah Engels. Die distanziert sich dagegen ganz klar von den Aussagen von Pietro. Auf Instagram schreibt sie: Wir als Familie distanzieren uns ganz klar von solchen Aussagen und streben eine andere Wertevermittlung an. Rums, der 30-Jährige erwartet jetzt mit Neufreundin Laura den zweiten Sohn. Für die Jungs wünscht er sich also Sex mit 13 Jahren. Für potenzielle Töchter sieht er die Sexthematik allerdings nicht ganz so locker. Aber ich denke mir dann auch so, okay, welche Eltern lassen jetzt die Tochter in so einem jungen Alter? Welche Eltern lassen ihre Tochter? Bei Tochter ist schlimmer. Sex mit 13 Jahren für Jungs also völlig in Ordnung und für Mädels nicht? Ich finde, man sollte Mädchen und Jungen gleich behandeln und für jeden die Entscheidung ist ja für jeden selbst überlassen. Ich glaube auch gerade Männer sind da bei ihren Töchtern immer ein bisschen zurückhaltend und sagen da bitte gar nicht, am liebsten erst, wenn sie zu Hause ausgezogen sind oder nie. Und bei Jungs ist es immer so ein bisschen der Unterschied, die sagen, ja, das ist kein Problem. Aber ich finde, dass man da bei beiden eigentlich keinen großen Unterschied machen sollte. Wann ist ein gutes Alter, Alkohol zu trinken? Wann ist ein gutes Alter, Drogen zu nehmen? Ich glaube, es gibt kein spezifisches Alter, wo man sagt, es ist gut. Aber was ist denn nun ein gutes Alter für das erste Mal? Ich denke mal so ein bisschen nach der Pubertät, wenn man das Ganze durchgelebt hat. Ich denke mal so mit 17, 18, 19 ist es voll okay. Ich hätte gesagt, wenn man bereit ist dazu. Also ein richtiges Alter gibt es da nicht. Wann hattest du denn dein erstes Mal? Mit 25. 17. 17. Ich war 15. Ja. Im Austauschjahr in Kanada. Und für den Fall, dass Pietro irgendwann mal auch eine Tochter haben sollte, hält Instagram gerade noch eine Inspiration für ihn parat. Junge Väter setzen einen Vertrag mit ihren kleinen Prinzessinnen auf. Einen No-Boyfriend-Vertrag.